22,7 Grad. Ist das wahr? Ist das wirklich so? Ja, das ist wirklich so, aber das können wir jetzt hier sehen. Denn hier haben wir 22,5, 6 Grad im Wasser. Das ist Leitungswasser. Ja, da war ich jetzt gerade ein bisschen irritiert, muss ich ehrlich sagen. Das ist jetzt allerdings die Gießkanne, die wir verwenden. Dort haben wir jetzt pH von 7,8. Der ist enorm gestiegen. Das heißt im Klartext, ich muss mal eben das frische Leitungswasser messen, wie das da aussieht. Oder ob ich gegebenenfalls mal unser Messgerät kalibrieren muss. So sieht es jetzt im frischen Wasser aus. 7,53 ist also definitiv schon mal höher als damals. Dann hat man 7,4 gehabt. Ne? Aber ich muss das noch stehen lassen, weil das kann durchaus sich noch ein bisschen verändern. So, und dann nehmen wir jetzt das andere Messgerät von oben, von der Aquaristik. Hier haben wir pH-Wert von 7,9. Bei 23,2 Grad ist ein bisschen anders vom Messwert her in dem Sinne. Aber auch recht hoch, muss ich sagen. Also ist schon mal definitiv so, dass der pH-Wert hier richtig hoch ist in der Gießkanne. Warum ist das so? Ja, eigentlich ganz logisch und einfach. Wir verwenden sie immer kontinuierlich. Das heißt, es lagern sich Kalkrückstände in der Gießkanne ab. Und dementsprechend, wenn man nachfüllt die Gießkanne, dann ja, dementsprechend steigt dann auch der pH-Wert, logischerweise. Ne? Das, was man so mitnehmen könnte schon mal, jetzt ist das leider ausgegangen. Ich werde jetzt mal beide Geräte. Und damit hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. So, wir haben jetzt hier 7,57 bei 22,5 Grad. Das ist das alte Messgerät. Und jetzt stecke ich das andere nochmal rein und gucke mal, wie das da gleich aussieht. So, wir werden heute unseren Philodendron Silver Sword hier rausnehmen. Hier haben wir einen pH-Wert von 7,4 heute Morgen gemessen. Und einen Mikrosiemens-Wert von 480 etwa. Also das ist soweit okay. Dann haben wir das Schätzchen mal durchgespült. Ja, da bin ich jetzt aber gleich echt mal gespannt, wie das aussieht hier. Hier eine Luft, ach, hier ist eine Luftblase drin. So, okay, jetzt. Ja, sollte man auch drauf achten, ne? Besser ist das. So, das war hier im Sphagnummoos. Das ist dann soweit okay. Das kann dann jetzt so bleiben. Da brauchen wir nichts dran verändern. So, dann haben wir jetzt hier einen anderen Philodendron. Das ist der Philodendron New Red. New Red, ne? Neues Rot. Ja, so lala läuft. Er wächst so, ne, vor sich hin, langsam, gemächlich, relativ kleine Blätter. Und die Blätter, die hängen auch jedes Mal im alten Blatt im Stiel drin. Die kommen nicht raus, da muss ich immer ein bisschen nachhelfen. Auch bei dem ist das jetzt so gegeben. Ich versuche mal, ne, der muss von oben. Ne, kriege ich nicht. Die sitzen so fest. Ne, lasse ich. Da stimmt irgendwas nicht, aber hier hatte ich auch einen relativ hohen pH-Wert gemessen. So, 7,64 bei 22,8 Grad. Jetzt habe ich wieder vergessen, was der andere vorhin hatte, ist aber nicht so schlimm, kann ich ja nachgucken gleich. So, das ist dann soweit jetzt erstmal okay. Mikrosiemenswert ist hier 800 bei dem Philodendron. Aber irgendwas ist da nicht in Ordnung. Ich vermute auch, dass es tatsächlich am pH-Wert liegt, aber ja, so ist das, ne? Da hast du relativ niedrigen pH-Wert überall und denkst, ach, gibt es noch ein bisschen mehr Leitungswasser dazu? Und plötzlich hat das Leitungswasser schon wieder ganz andere Werte. Also da ist manchmal auch wie verhext, ne? Da kannst du tun und machen, so viel du willst. Ja, das ist dann eben so. Das ist schon ein bisschen ärgerlich. Jetzt muss ich nämlich wieder umdenken tatsächlich. Ja, okay. Ist so, wie es ist. Schauen wir mal. Kalibriert sind sie. Zeigen auch so ziemlich den gleichen Wert an, noch nicht ganz genau. Aber das eine Gerät, das alte, das geht jetzt noch höher tatsächlich, das dauert immer eine Ewigkeit, das ist also das, was ich hier im Raum benutze. Das ist auch relativ dreckig, also nutzt dann auch kalibrieren nicht, das heißt, wir müssen es erst sauber machen. Bei dem neuen Gerät war das jetzt kein Problem, das hat sofort und der misst auch sofort tatsächlich, halt Moment mal, den erst mal rausnehmen hier. So, ich habe jetzt ein bisschen reines Wasser hier drin und da kippe ich jetzt einfach mal einen Schluck von dem Wasserstoffperoxid rein. Und dann lasse ich das Schätzchen mal eine Zeit lang drin stehen. Wie lange genau, weiß ich jetzt gerade nicht. Das sehen wir dann. War das jetzt das Richtige hier? Nicht das Verkehrte nehmen? Ja, das ist also ein bisschen, ja, sieht aus wie so schwarzer Ruß drin. Ne? Und von daher lassen wir den erstmal reinigen, bevor wir den kalibrieren. Weil sonst, wenn es dreckig ist, benutzt das Kalibrieren natürlich auch nichts. Ganz klarer Fall. Ne? Ja, okay, also wir haben hier tatsächlich einen zu hohen pH-Wert bei dem Schätzchen. Was haben wir denn jetzt nochmal in der Gießkanne drin? Da gucke ich nochmal ganz kurz. Bei dem Gerät geht das ja recht flott hier. Wir haben einen pH-Wert von 7,84. Ja, also Klartext.
Weißt Bescheid, ne? Eine Gießkanne sollte man tatsächlich auch zwischendurch reinigen. Ja, es sind halt Kalkablagerungen drin unten. Das siehst du auch so, wenn du reinguckst, ne? Ist alles schön weiß. Das löst sich dann halt, wenn die Gießkanne ein bisschen rumsteht, ne? Das ist halt so. Oder gegebenenfalls lösen sich Partikel und die gießt du dann mit rein. In Substrat, in die Erde, wo, whatever. Und dann hast du auch da Kalk mit reingebracht, ne? Weißt Bescheid. So ist das dann. Okay, das nehmen wir heute erst am Rande so einfach mal mit. Auch wenn das jetzt nicht unbedingt jeden interessiert. Das Kalibrieren ist übrigens ganz einfach. Soll ich es mal zeigen? Ich zeige es einmal, komm. Machen wir doch. Ganz wichtig, ach nee, den kann ich jetzt nicht nehmen. Bei jedem Vorgang, den wir durchführen, einmal sauber sprühen mit reinem Wasser, ganz wichtig. Das machen wir vorab immer schön. Grundsätzlich und Restwasser abschütteln. Und wir haben jetzt zwei Kalibrierlösungen hier, einmal pH 7 und einmal pH 4. Und wir fangen immer mit pH 7 an, ganz wichtig, ne? Sonst läuft das nämlich auch nicht richtig. So, jetzt schalten wir das Gerät ein und stecken das in die Lösung rein bei pH 7. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich hier was sehe. Einmal auf, nehmen wir an die Seite hier. So, und hier unten ist Call und da drücken wir jetzt längere Zeit drauf, so lange bis der anfängt zu messen. Ne, hast du jetzt gerade gesehen, stand auf Kohl. Und jetzt misst er das Ganze, steht jetzt bei pH 7. Ein Smiley ist auch zu sehen. Das heißt, wir drücken einmal kurz hier drauf und somit ist die Kalibrierung beendet. Und das Ganze wiederholen wir jetzt tatsächlich. Ich lasse mich just an die Seite. Sauber sprühen, ganz wichtig. Ja, ganz, ganz wichtig. Auch mit reinem Wasser, auch wichtig. So, sauber gesprüht, abgeschüttelt. Und jetzt nehmen wir die pH 4 Lösung, steht auch drauf, pH 4. Ne? So, ich mache das mal auf hier und dann tauchen wir den jetzt hier rein und machen die gleiche Chose jetzt nochmal. Das heißt also, wir drücken längere Zeit auf Call hier, bis er das anzeigt. So, jetzt zeigt er das an, jetzt kalibriert er das Ganze. Ich gucke mal eben, dass das auch richtig läuft hier. Ja, er ist noch zugange. Er ist noch zu, ach, da ist eine Luftblase drin. Da muss auch drauf achten, da war eine Luftblase drin. Ne? Dann kann das natürlich auch nicht funktionieren, ganz klarer Fall. So, Schätzelein, bist du jetzt durch? Da ist immer noch eine Luftblase drin. So, jetzt aber. Meine Güte, nicht, sag dir du. Typischer Vorführeffekt. Ne? Aber das, wie gesagt, kann passieren. Ne? Wenn eine Luftblase unten drin ist, dann kalibriert er natürlich auch nicht richtig. So, jetzt hat er ihn aber tatsächlich gepackt. Ne? Und jetzt drücken wir einmal kurz hier drauf. Und somit ist die Kalibrierung pH 7 und pH 4 beendet. Das war es schon. Jetzt könnte man noch die pH 12 machen, aber das brauchen wir jetzt hier nicht. Auch jetzt wieder sauber sprühen, ganz klarer Fall. Und dann haben wir die Kalibrierung schon beendet. So einfach ist das. So, okay, also das ist kein Hexenwerk. Ne? Einmal gesehen, weiß Bescheid. Heute ist aber auch verrückt, du alter Schwede. Ey, meine Güte, ich komme mir nicht zugange. Hör mal auf. So sieht das jetzt aus im Leitungswasser. 7,46, ja, ist dann soweit okay. So, jetzt wollte ich den gerade, aber ich habe ihn sauber gemacht und wollte ihn abtrocknen. Da ist er mir einfach hier durchgebrochen. Also ist wohl, ne? Also Sachen gibt's, ey. Nichts hält ewig, ne? Jetzt kommen wir zu unserem Philodendron New Red. Der will nicht so wirklich richtig abgehen. Ne? Super pH-Wert, mag er nicht. Also kommt hier jetzt erstmal reines Wasser rein. Ich werde das dann auch so weit fluten, dass er also das ganze Substrat tatsächlich im Wasser steht gleich. Das geht leider alle. Und dann lasse ich den da erstmal ein paar Tage drin stehen. Und bei gegebener Zeit gucken wir uns dann, sehen wir uns nochmal wieder mit der Pflanze hier. Und dann gucken wir mal, wie wir dann tatsächlich weiter vorgehen. Ne? Ja, so ist das. Der mag keinen hohen pH-Wert. Definitiv nicht. Aber gut, es sind die meisten Pflanzen, die es nicht mögen. Ne? Aber manchmal fragt man sich, wie kommt das denn zustande? Ne? Tja, er verbraucht einfach zu wenig. Das ist nun mal so. Ne? Und ich gieße auch ab und zu mit Leitungswasser tatsächlich. Ne? Und er mag das überhaupt nicht, muss ich sagen. So ein klitzekleines bisschen Wasser kann gleich noch rein. Aber ich transportiere den erstmal weg hier. Und jetzt werde ich mal gucken, was wir dann jetzt mal so richtig machen können hier. Ah, so ist halt manchmal, ne? Ich sage dir, du, nicht alles ist einfach, aber ich meine filmtechnisch gesehen jetzt, ne? Ja, okay. Nach langer Zeit gucken wir mal wieder bei der Monstera Thai Constellation vorbei, bei dem Schätzchen, was wir abgeschnitten haben. Da tut sich noch nicht viel, Wachstum ist gegeben, aber nur minimal. Das dauert noch so ein bisschen, bis die Pflanze richtig rauskommt. Und in dem Zuge reagieren die Wurzeln genauso. Das heißt also, hier ist
ja, fast null Wachstum, kannst du sagen. Also da ist nicht wirklich eine Veränderung. Ich kann da nichts erkennen. Aber nach wie vor ist das Wasser klar. Den Wurzeln geht es dann dementsprechend auch relativ gut, wie wir sehen. Also sie leben noch. Aber viel Wachstum ist halt nicht gegeben. Das ist nun mal so, ne? Wenn oben nichts los ist, dann ist unten auch nichts los. Das ist Tatsache so. So, ich muss hier allerdings ein bisschen Wasser nachfüllen. Wir haben Mikrosiemenswert von 580. Ist ein bisschen zu hoch, würde ich sagen. Und demzu gebe ich jetzt tatsächlich mal reines Wasser dazu. Allerdings muss ich darauf achten, dass der pH-Wert uns nicht abballert. Oder ich werde das Wasser einfach mal komplett wechseln. Aber dieses Mal fülle ich tatsächlich nochmal mit reinem Wasser das Ganze nach. Ja, wie gesagt, haben wir lange Zeit nicht gesehen. Und es gibt eigentlich so gut wie gar keine Veränderung. Ne? Außer eben, dass Wasser verbraucht wurde. Und das gießen wir heute tatsächlich mal nach. So, dalle. Wie gesagt, pH-Wert muss ich da beobachten, nicht, dass er uns abballert. Aber den Mikrosiemenswert möchte ich jetzt nicht noch höher bekommen. Von daher warte ich dann doch jetzt erstmal ab, was hier so passiert. Jetzt kommen wir zu unserem Kopfsteckling, der hier in der Bewurzelung noch ist. Die Wurzel wächst sehr gut, muss ich sagen. Also da gibt's, ne? Da geht richtig gut was ab. Aber gut, das Schätzchen hat ja auch kräftige Blätter. Und wir sehen jetzt auch hier, dass die ersten Seitenwurzeln erscheinen. Also von daher hat das bis dato hier sehr gut geklappt. Mikrosiemenswert ist 380. pH-Wert sehen wir jetzt gleich dann nochmal, wie der ausschaut jetzt. Dass wir das auch kurz mitnehmen können. Ja, immer noch relativ hoch bei 7,3. Ist so, ne? Ja, ist so wie es ist. Ist auch der Holzkohle geschuldet, wie wir wissen. Denn die Schnittstellen, die tauchen wir in Holzkohle. Und die Holzkohle gibt tatsächlich auch dementsprechend, ja, das ab, dass der pH-Wert dementsprechend steigt in dem Sinne. Aber ich belasse das so, weil das ist jetzt, ich sag mal, ja schon grenzwertig irgendwo. Aber nicht so, dass es schlimm ist. Ich würde sagen, wir sollten hier mal neues Wasser reinmachen. Aufgedüngt dann dementsprechend. Das Projekt Orchidee hier im Wasser, hier hatten wir Wasserstoffperoxid dazu gegeben. pH-Wert liegt jetzt bei 6,6, Mikrosiemens knapp bei 200, das ist soweit okay. Und insgesamt muss ich sagen, sieht das nach wie vor richtig gut aus. Auch das neue Blatt, was dort herauswächst. So, dann gucken wir mal im Wurzelbereich, wie der ausschaut. Auch das sieht gut aus, muss ich sagen. Da gibt es momentan noch nichts zu meckern. Wir können vielleicht so ein bisschen Schwebepartikel erkennen. Ich habe es vorhin hochgehoben und dann hat sich das alles so ein bisschen von den Wurzelchen gelöst tatsächlich. Ich weiß nicht, ob man das jetzt noch erkennen kann im Bilde. Ja, also, gecleant haben wir es. Einmalig erstmal. Das werden wir noch ein zweites Mal machen. Allerdings weiß ich noch nicht genau wann. Ich möchte das jetzt auch nicht übertreiben in dem Sinne. Von daher warte ich erstmal weiter ab, wie das Schätzchen sich hier weiterentwickelt. Aber die Wurzeln sehen nach wie vor gut aus, muss ich sagen. Also da gibt es keine Veränderung in dem Sinne, dass irgendwas nicht funktioniert hat. Aber nach wie vor wollen wir mal gucken. Ne? Abwarten ist sowieso immer das Beste. Okay. Heute kann ich mich überhaupt nicht konzentrieren. Ich weiß nicht, woran das liegt. So, pass auf, wir haben bei pH-Wert vorhin 6,8. Das ist soweit okay. Wir hatten hier doch die 400er Variante reingegossen, oder? Und wir haben drin tatsächlich... Wir haben drin tatsächlich knapp 150. Ja, hat er mal wieder alles rausgelutscht aus dem Wasser hier. Das macht er schon immer so, ne? Und nach wie vor geht es ihm richtig gut. Er ist jetzt hier in das neue Glas reingezogen. Ich hole es eben raus hier. Die Alocasia Stingray. Die Wurzeln sehen nach wie vor wunderbar aus. Das ist schon genial, ne? Also super klasse. So, hör mal auf. Jetzt, wie gehen wir da weiter vor? Boah, ich werde heute mal einfach einen Schluck Leitungswasser reingeben, ne? Machen wir einfach mal. Muss ja nicht viel sein, aber so einen Schluck einfach mal. Dass wir da auch ein bisschen Abwechslung bei der Pflanze mit reinkriegen oder für die Pflanze reinkriegen. Na, die eine braucht mehr, die andere weniger. Das ist halt so. So, unsere Thai Constellation. Ich lasse es jetzt so, wie es ist. Ich werde das Wasser nicht wechseln, weil ich habe noch ein bisschen nachgedacht, mir das angeguckt und dachte, das ist alles glasklar. Die Wurzeln wachsen wunderbar. Die Pflanze sieht gut aus und von daher belassen wir das so, wie das ist. Und ich werde hier mit der 400er Variante zwischen, also 400 bis 500er Variante zwischendurch ein bisschen nachfüllen. Ganz wichtig ist nur immer wieder mal den pH-Wert im Auge behalten. Ne? Das wissen wir ja schon. So, und dann kommen wir jetzt zu dem Wasser von dem Raumluftentfeuchter. Da bin ich sehr erstaunt, muss ich sagen. Der Mikrosiemenswert ist etwas gestiegen von 580 auf 630. Das ist aber normal, weil Wasser verdunstet ist. Ne? Aber der pH-Wert ist von 6,4 auf 7,3 gestiegen. Also wir sehen schon, es ist komplett anders,
wenn eine Pflanze drin ist im Wasser oder das Wasser für sich allein ist in dem Sinne. Das ist tatsächlich so. 7,3. Ich habe da nichts zugegeben. Und wir haben ja auch hier tatsächlich den Compo Complete als Dünger mit beigepackt. Ne? Also wir sehen schon, die Pflanzen verändern das Wasser. Und von daher kann man nicht wirklich einen Rückschluss draus ziehen aus dem, was man hier tatsächlich drin gegeben hat. Weil jede Pflanze was anderes braucht. Die andere schluckt den Kalk und die andere mag ihn nicht. Und dementsprechend reagiert das Wasser dann, beziehungsweise verändern sich die Werte, insbesondere der pH-Wert. Aber doch interessant mitzunehmen. Aber nach wie vor bin ich mir noch nicht schlüssig, wie weit ich da vorgehen soll. Ich meine, da der pH-Wert jetzt gestiegen ist, könnte man davon ausgehen, man müsste das Wasser gar nicht verschneiden mit Leitungswasser. Aber wie gesagt, wenn Wurzeln reinkommen in das Wasser, sieht das ganz anders aus. Also wie wollen wir da jetzt vorgehen? Wie wollen wir da jetzt vorgehen? Aber auf, ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt eine Pflanze und packen die mal in das Wasser rein und gucken uns das dann an, wie das Wasser dementsprechend reagiert. Ob wir dann tatsächlich noch Kalk zuführen müssen oder... Ich weiß nicht. Ne? Wird wohl so sein, ganz klarer Fall. Aber auf jeden Fall so zu sehen schon mal, dass dann das eben anders aussehen kann, ne? Als wenn tatsächlich eine Pflanze mit drin ist. Das ist nun mal so. Ne? Auf jeden Fall auch mal interessant so mitzunehmen. Ja, okay, dann suche ich mir mal eine Pflanze und werde die dann da mal reinpacken. Ich habe eine Pflanze gefunden, und zwar die Pilea peperomioides, die wir vor langer, langer Zeit mal hier reingesetzt haben. Da habe ich immer nur die 400 bis 500 einfach reingegossen. Wir sehen, also sie sieht richtig gut aus. Im Verhältnis jetzt so gesehen. Ne? Aber das läuft schon mal ganz gut. Und da werden wir jetzt einfach mal einen Wasserwechsel machen bei dem Schätzchen. Und gucken wir uns in dem Zug auch die Wurzeln an. Da können wir wahrscheinlich nicht viel erkennen, weil die ja so sehr, sehr fein sind. Ne? Ja, das sieht gut aus soweit. Alles in Ordnung. Wenn wir das Abgestorbene hier alles mit abnehmen. Das sieht okay aus. Also dafür, dass sie schon so lange Zeit hier in dem Pott steht, ne, ist das schon klasse. So, okay, dann nehme ich das Wasser jetzt raus hier. 1, 2, 3. So. Und jetzt gießen wir einfach von dem Wasser hier was rein. Einfach mal, ne, um mal zu gucken, was das Schätzchen dazu sagt. Und inwieweit sich die Wasserwerte verändern. Das Blatt können wir auch mal abnehmen hier. Da bin ich mal gespannt drauf. Man hat ein schönes, kräftiges Grün, ne? Also gut versorgt war sie. Ach, jetzt habe ich gar nicht nachgemessen. Och Mann. Ja, egal, komm. Manchmal ist das so, ne? Okay, den haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal mit dem Wasser. Merken wir uns. Merken wir uns, ne? Ja, mal gucken. Ich muss es aufschreiben, nutzt alle nichts. Aber was soll ich sagen? Also die Pflanze sieht relativ gut aus in dem Sinne. Von daher, mal gucken, wie sie sich jetzt verändern wird. Das Projekt Juwelorchidee in der Anzuchtvermehrung im Sphagnummus läuft soweit ganz gut, aber hier kann man es vielleicht erkennen. Und hier, die anderen habe ich schon sauber gesprüht, da entwickelt sich tatsächlich an der Oberfläche etwas Schimmel. Woran liegt das? Zu wenig Luftbewegung, weil das ist nicht ganz so tragisch, wenn man das sieht. Einfach mal einsprühen und dann ist auch wieder gut soweit. Aber dass wir das auch mal mitnehmen können, ne? Es läuft nicht alles rund und glatt, ne? Zu wenig Luftbewegung und dann kann auch Schimmel entstehen. Ne? Aber hier ist es jetzt noch nicht so tragisch. Wie gesagt, das war jetzt nur oberflächlich gewesen. Einmal sauber sprühen mit reinem Wasser, ganz wichtig. Und dann sollte das jetzt erstmal wieder gegessen sein. Dass man das auf jeden Fall auch schon mal mitnehmen kann. So, mitnehmen. Wir werden jetzt mal eine tatsächlich rausholen. Und mal gucken, wie die dann jetzt im Wurzelbereich ausschauen. Dann lass uns das mal überraschen. Das Ganze ist jetzt ja gut einen Monat her, als wir sie eingepflanzt haben hier. Viel Wurzeln werden nicht dran sein, denn die Juwelorchideen machen sehr, sehr, sehr langsam Wurzeln. Wurzelwachstum, ne? Da ist also wahrscheinlich nicht viel drin. Mal auf die Seite stellen. So, dann lassen wir uns mal überraschen, was man hier sehen kann gegebenenfalls. Ja, hier sehen wir schon mal eine Wurzel, die nach da geht hier. Ne? Das ist schon mal ganz schön. So, mal rütteln und schütteln. Ja, hier kann man es auch erkennen, diese weißen Spitzen hier vorne. Ne? Also das funktioniert tatsächlich. Da siehst du es auch hier, ne? Auch eine weiße Spitze. Nur eben, wie gesagt, sie machen sehr, sehr, sehr langsam Wurzelwachstum. Und von daher muss man da also wirklich aufpassen, dass nicht zu viel Salze reinkommen. Denn das mögen die Juwelorchideen überhaupt nicht. Ne? Da muss man schon aufpassen. Ja, okay, dann haben wir jetzt schon mal Gewissheit, wie das aussieht in dem Sphagnummus. Also die bleiben noch einige Zeit auf jeden Fall drin hier. Und dann pflanze ich das Schätzchen wieder ein. Allerdings werde ich jetzt hier oben die Blüte abnehmen, hatte ich ja gesagt, ne, damit wir die Pflanze auch zur Verzweigung anregen und sie die Kraft jetzt nicht in die Blüte steckt. Wir möchten ja schöne Pflanzen hier haben. Ja gut, Blüten sind auch schön, aber ist jetzt nicht gewollt. Okay.
Insgesamt klappt das wunderbar, muss ich sagen, in der Anzucht im Sphagnummoos. Ne? Wie gesagt, das haben wir jetzt heute erstmal mitgenommen, dass die Oberfläche auch, dass es Sinn macht, sie auch mal sauber zu sprühen. Ne? Ganz, ganz wichtig. So, hier haben wir mal einen, das ist ein Teilstück. Und hier sehen wir tatsächlich, wie dann hier jetzt langsam die Pflanze herauswächst. Also Wachstum ist wirklich bei diesen Juwelorchideen sehr langsam, sehr, sehr langsam. Ne? Wurzel genauso wie Blatt. Okay. Wir kommen jetzt zu unserer Peperomia Raindrop. Wir wissen ja schon, dass die lieber etwas mehr Kalk haben möchten. Seitdem wächst sie auch wirklich wesentlich besser, muss ich sagen. Ich gieße hier zwischendurch auch mal einen Schluck Leitungswasser rein. Allerdings habe ich jetzt hier eine Pfütze unten nachgemessen, einen pH-Wert von 7,7 und Mikro-Siemens-Wert von knapp 300. Ist so, wie es ist. Ne? So, okay. Dann setzen wir jetzt hier nochmal was an. Wir werden jetzt hier auch etwas machen. Und zwar werden wir Wasserstoffperoxid beigeben, H2O2. Um Sauerstoff in die ganze Geschichte reinzubringen. So, 300 Milliliter Leitungswasser nehme ich dieses Mal. Wie gesagt, ich habe es schon öfter zu Leitungswasser zugegossen. Wir sehen ja, dann steigt der pH-Wert halt irgendwann dann doch zu hoch. Ne? So, Rest fülle ich jetzt mit reinem Wasser auf. Bei uns Osmosewasser. Also dementsprechend 700 Milliliter. Dass wir auf 1000 Milliliter kommen. Also auf einen Liter insgesamt. So, okay. Jetzt brauchen wir unser Wasserstoffperoxid. Ganz wichtig. Ja, hier geht es halt darum, Sauerstoff in die Kiste zu bringen, ne? Weil es ist abgeschlossen, das System hier. Tut komplett dicht, da kommt also keine Luft rein, ne? Kein gar nichts. Und von daher machen wir das zwischendurch mal einfach. So, kleinen Schluck. Und dann machen wir auch hier tatsächlich die 5 Milliliter Variante. Wo habe ich ihn da? 5 Milliliter auf einen Liter gemessen. Nach wie vor alles im Test. Ne? Nichts zum Nachmachen hier. Ihr könnt das beobachten, was passiert, was wir hier machen. Aber das ist also noch keine Anleitung oder dergleichen. Und von daher seid da bitte vorsichtig mit. Okay. Sollten wir doch mal einmal umrühren kurz. Aber wir sehen auch hier, die kommt tatsächlich mit weniger Nährstoffen aus, als man denken mag. Wobei wir nicht wissen, was im Substrat drin ist. Ne? Das können wir jetzt nicht messen. Dazu müssen wir das Ganze einmal durchspülen. So, 450, nee, nicht durchspülen, sondern fluten stehen lassen und dann in ein, zwei Tagen nachmessen. Ne? So, okay. Dann gießen wir jetzt hier mal wieder einen kräftigeren Schluck rein, damit das Ganze sich da drinnen alles schön cleanen kann und wir halt auch Sauerstoff in die ganze Geschichte bekommen. Und dann können wir mal gucken, wie die Pflanze so drauf reagiert. Ne? So, ich werde aber nicht ganz voll gießen, denn ich möchte ja zwischendurch kleine Schlücke immer nachgießen. Das machen wir also regelmäßig, damit die Wasserparameter sich nicht zu sehr verändern. So, das ist vollkommen ausreichend. Ja, okay, das zu der Geschichte mit unserer Peperomia Watermelon. Die Xanthosoma Frozen Planet. Warum zeige ich sie heute schon wieder? Weil sie so schön ist. Ja, nein, das ist hier nämlich auch hier, können wir etwas beobachten. Und zwar gibt es hier ein ganz kleines Blatt, das gelb wird. Das kannst du hier vorne sehen, jetzt hinter dem Stiel. Ich drehe das mal ein kleines Stück. Das hier wird gelb. Wieso kommt das? Ja, jetzt könnte man denken, es ist ein kleines Blatt, die Pflanze braucht das nicht mehr. Das ist tatsächlich so, dass die Pflanze hier bei dem kleinen Blatt was raussaugt für die großen Blätter, weil sie nicht genug Nährstoffe hat. Ja, ist Tatsache so. Ich habe gerade gemessen, wir liegen hier bei knapp 370 Mikrosiemens. Ich habe sie jetzt immer mit der 400 bis 500er Variante gegossen, weil ich noch nicht genau wusste, wie viel ist drin im Substrat und wie viel verbraucht sie. Das ist ein Starkzehrer, kann man eher so ansehen schon, ne? Ganz klarer Fall. Das heißt im Klartext, also hier muss ich jetzt anfangen, etwas mehr zu düngen, denn ansonsten wird ein Blatt nach dem anderen gehen. Ne? Das kennen wir schon bei Alokasien, also die schmeißen dann auch die jungen Blätter irgendwann ab. Ganz einfach, weil sie dort die Kraft raussaugen für neue Blätter, dass wir das mal so schon mal mitgenommen haben. pH-Wert liegt bei knapp 7, also das ist soweit okay. Übrigens bei der Peperomia Watermelon liegt der pH-Wert jetzt auch bei 7 im Wasser unten gemessen und Mikro-Siemens wird bei knapp 400, also ist da tatsächlich auch im Substrat nicht wirklich viel gespeichert worden. Okay, dass wir das schon mal mitnehmen hier bei der Pflanze. Ne? Wenn gelbe Blätter kommen von unten, auch wenn es ein kleines Blatt ist, dann hat das doch eine Ursache auch tatsächlich. Okay. Lol. Ja, es gibt Tage, da ist man einfach nicht fit. Das ist so. Ne? Also ich bin total konfus irgendwo. Ich weiß nicht, woher das kommt jetzt. Aber trotzdem haben wir heute so ein kleines bisschen was mitgenommen. Ist mir ehrlich gesagt nicht so leicht gefallen, also nicht so einfach gefallen. Das Film übrigens, alles andere ist okay. Vor allem, ich muss jetzt auch noch gießen, das habe ich auch noch im Hinterkopf, dass ich das nicht vergesse, wenigstens das Notwendige erstmal. Ja, okay, also bei der Frozen Planet hier, bei der Xanthosoma
Ne? Können wir wirklich wunderbar sehen jetzt, was passiert, wenn Nährstoffmangel kommt. Ne? Und wie gesagt, das hüpft dann von einem Blatt zum anderen. Ne? Die saugen das alles raus, oder die Pflanze saugt das raus, was sie braucht, um ein neues Blatt zu entwickeln. Das sollte man wissen. Tja, siehst du wohl, dann haben wir das auch schon mal mitgenommen heute. So, okay, weiß Bescheid, winke, winke, bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. So, das heißt auf jeden Fall gleich erstmal hinschmeißen und erholen. Irgendwas, ich weiß auch nicht, manchmal ist das so, ne? Da hast du einen ganzen Monat, ja gut, läuft es rund, wollte ich gerade sagen. Ich meine, ich habe ja sowieso die, ja, wie soll ich sagen, weiß, was ich meine, ne? Und da gibt es mal gute Tage und mal Tage, die sind gar nicht gut. Und heute so ein Tag, der ist überhaupt gar nicht gut. Also, ne, das ist dann halt so, machst du nichts, da kannst du gar nichts gegen machen. Ist so, okay. Yippie, yippie, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Ich habe ja zum Glück immer einen Film noch im Vorrat. Von daher sehen wir uns.